Hallo und willkommen zurück im Oldtimer und Youngtimer Projekt LS19 in der Folge 9. Und wir haben einen Riesensprung gemacht von Mitte des Winters einmal direkt in den Frühling rein. Auch bei uns ist der Frühling angekommen und ich bin hier schon den ganzen Tag fleißig, was ist den ganzen Tag, seit heute Morgen, 7 Uhr fleißig am Düngen sämtlicher Felder. Wenn der Rechner dann schnell fertig wird. Hier seht ihr schon, 3 Felder sind schon vollkommen fertig gedüngt. 26 muss noch gespritzt werden. Und jetzt wollte ich gerade Feld 14, 15 und 18 düngen. Und da kamt ihr rein. So, ich habe mir den wunderschönen Deutz geschnappt. Und habe mir von Vicon einen neuen Dünger und Kalkstreuer besorgt, der also aber optisch ein bisschen älteren Flair hat. Im Vergleich zu dem davor hat der zwar weniger Kornvolumen-Tank, also hier weniger Füllvolumen-Tank, hat aber dafür statt 15 Meter 18 Meter Arbeitsbreite und kostete mal statt 15.000 Euro mal eben nur 4.000 Euro. Und ich muss sagen, eigentlich ist der ganz knufflig und für die kleinen Felder hier, finde ich, reicht ja voll und ganz, weil Feld 14, wie ihr seht, ist schon wieder fertig. Dann kommt jetzt Feld 15, danach Feld 18. Einen Moment, ich muss mal abstreichen. So, sonst komme ich nämlich ganz schön durcheinander. Und dann schnappen wir uns jetzt mal direkt Feld 15. Muss ja schließlich auch fertig werden. Ja, dann darfst du da nicht langfahren, dann kriegst du das auch nicht ab. Jetzt musst du putzen fahren. So, na gut, der wollte eh wieder weiß werden. Dann kann er sich auch putzen fahren. Genau. Und dann, ja, machen wir so ein paar Frühlingsaufträge. Ich überlege die ganze Zeit, was baue ich auf meinem Feld an. Ich habe die Hühner, ich habe die Schafe, ich habe die Pferde. Genau, ich glaube, Hafer war das, was ich brauchte, ne? Ich glaube, der Hafer war sehr eng. Ach, das ist doch Feld 18, okay. Ich glaube, Hafer sollte ich da anbauen. Der war, glaube ich, ziemlich knapp und teuer einkaufen. Ich habe jetzt teuer, genau, ich hatte letztes Mal teuer eingekauft, das war's. Ich hatte teuer Hafer eingekauft. Bin ich mir nicht ziemlich sicher. Ich gucke ja mal nach. Aber doch. Meiner Meinung nach habe ich teuer Hafer eingekauft, habe irgendwie 14.000 Euro bezahlt dafür. Für 6.000 Liter oder sowas. Ja, sage ich doch. Und habe dafür nämlich richtig, richtig Geld abgelappt. Und das sollte natürlich nicht dauerhaft so sein, weil wir schwimmen ja nicht im Geld. Es ist ja nicht Dagobert Duck. Noch nicht, ne? Man weiß ja nie, was kommt. So, dann würde ich sagen, schaffieren wir unseren wunderschönen Deutz einfach mal in Richtung Hof. Hof in Anführungsstrichen, denn wir haben ja nicht wirklich einen Hof im Sinne von. Und dann gucken wir mal, ob wir den Dünger in die Silo so reinkippen können. Ob das so funktioniert oder nicht. Oder doch. Das probieren wir jetzt einfach mal. Und dann würde ich mir nämlich... Ach nee, Moment. Ich habe ja noch irgendwo... Doch noch irgendwo so eine Düngespritze, ne? Hatte ich die nicht auf? Muss ich doch mal gucken. Nee, hatte ich nicht. Okay, vielleicht sollte ich mir eine Düngerspritze kaufen. Wo kommt ihr denn alle her? Wird irgendwie Ausgang oder so was? Ja, warte, lass mich doch mal wegfahren hier. Danke. Boah, wieder eine Beule drin, ey. Mann, die fahren ja auch wie die Besenkten, ey. Mal von der STVO gehört. Guckt euch die Beule an hier. Und Apilatz. Oh, der Lack auch wieder ab. Ey, der zahlt ja. So, trotzdem. Wir müssen hier irgendwie durch. Schlimm hier, echt schlimm. Und jetzt kommt schon der Nächste. Danke.
Mann, an dem Verkehr hier muss er nicht arbeiten. So. Erstmal Sicherheit. Okay, komm weiter. Ah, ist ja schlimm hier mit dem Verkehr, ey. Ja, es ist nicht verboten, in die Richtung zu fahren, ne? Also, hier ist zwar eingeschränkter Straßenverkehr, aber es ist nicht verboten. Warum wir mal alle hier lang fahren müssen, weiß ich auch nicht. Okay, Spaß zur Seite, Ernst ist hier. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier hinkriegen mit dem Abladen. Ob das irgendwie funktioniert, dann brauchen wir doch gar nicht. Ach, bin doof. Ihr wollt mir doch nicht Spritze kaufen. Unkrautvernichtungsmittel. Deswegen Spritze. So, und dann pass auf. Dann fahren wir den mal dahin und dann schauen wir mal zum Händler, ob der was hat. So, Düngen ist ja jetzt fertig. Dann laden wir den doch hier mal ab. Das muss doch hier, müssen wir ja nicht mitschleppen, ne? Ist ja unnötig Gewicht. So. Und dann düsen wir mal zum Händler rüber und gucken mal, ob der was hat. Zum Spritze. So, unser alter LKW. Der macht mir auch langsam Sorgen. Fällt immer wieder aus. Ah, nicht so. Vom Zustand her leider nicht mehr so der Beste. Aber gut, noch muss er durchhalten. Bin schon am Gucken. Ich habe schon eine Idee, was ich mir kaufen möchte. Aber mal gucken. Wird auf jeden Fall nicht schlechter. Verspreche ich euch. Irgendwie fehlt da was. Wer mal den Händler findet, bitte einmal vorbeibringen, ja? Oder zumindest sagen, wo ich ihn finde. Der will nicht. Hallo, hast du zu? Ah, gut, dann gibt es über das Internet. Gut, dass wir heutzutage schon so modern sind. Düngespritze. Ich bin mir sicher, ich habe einen. Aber wo? Hatte doch irgendeiner am Anfang mal gekauft. Aber wo ist die? Wird die gemietet? Nee. Also ich war eigentlich ziemlich sicher, dass ich so eine kleine. Okay, ich weiß es gerade nicht. Da brauchen wir Rabersteiger. Ja, das gehört damit zu. Naja, dann werden wir halt die hier nehmen, ne? 2000 Titor. Okay. Die Hauptfarbe. Gelb ist nicht so meins. Ja, dann eher so der Blau. Oh Gott, das ist alles in Rot. Naja. Er macht allerdings ein Altrot, nicht so richtig alt. Wie sieht das aus? Nee, dann nehmen wir das abgeranzte Rot hier, genau. Und dann nehmen wir, am besten das abgeranzte Rot, nee, wobei Felgen. Die kann man ja auch grau, nee, grau ist langweilig. Weiß, blau hat er nicht. Ja, nehmen wir die mal knalligen Rot. Und dann kaufen wir uns die mal. Ja, kostet auch 7000. Aber ja, ich danke zumindest für die schnelle Lieferung, ne? Danke, Madame. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir die jetzt mal voll. Das Geld kriegen wir mit der jetzt eh nicht mehr rein, aber wir brauchen die auch gelegentlich. Für Unkraut oder im Notfall können wir die auch für Flüssigdünger nehmen. Der Vorteil, den wir da haben. Aber jetzt nehmen wir die erstmal Unkraut, hauen wir da erstmal Unkraut drin. Also Herbizide, ne? Unkrautvernichtungsmittel, versteht sich. Und schmeißen dann erstmal Feld 26 damit zu. Genau, 26. Da kriegen wir zumindest ein paar Euronen wieder rein.
Wenn auch nicht das, was wir ausheben haben. Aber da kriegen wir auf jeden Fall was rein. Und dann haben wir außerdem einen Transportauftrag, zumindest alles erledigt, was erledigt werden kann. Dann müssen wir, glaube ich, nur noch mal bei den Pferdchen gucken. Die müssen natürlich versorgt werden, Schafe und Hühner selbstverständlich. Ach, mir fällt gerade ein, ich fahre gerade auf das Falsche zu. Wo ist denn das hier? Hier ist Pflanzenschutz, da müssen wir hin. So. Heute das Falsche angepeilt. Noch nie. Jetzt, guck mal, darin jetzt. Wir können ja mal nicht so viel. Mach einfach. Pflanzenschutzmittel, jawohl. Und dann wartet, genau, Feld 26. Supi, na dann düsen wir mal zu Feld 26 hoch. Das müsste irgendwo über rechts von uns sein. Rechts und dann den kleinen Weg da vorne links. Aber erstmal muss er dem LKW ja wieder Platz machen. Ja, die sind ja mal wieder so wahnsinnig. So, genau, unser Feld ist gekalkt. Weiß ja, habe ich denn eine Düngestufe drauf? Ich glaube nicht. Da müsste ich dann. Doch, eine ist drauf. Wir müssen mal gucken, ob ich da drüber düngen kann jetzt mittlerweile nach dem Kalken. Wenn ja, dann hätte ich nämlich schon mal zwei drauf. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann werde ich. Ja, werde ich da am besten Hafer drauf ansehen. Das ist das, was mir gerade zur Neige gegangen ist. Und dann können wir Hafer da schön anpflanzen für unsere Pferdchen. Und dann sind die auf jeden Fall erstmal wieder eine Weile versorgt. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich mir hier nicht irgendwo nochmal ein neues Feld kaufen kann. 25.000 haben wir noch. Da sollte doch möglich sein, nochmal ein Feld irgendwo abzustauben. Hatte ich nicht sehr schon eins gekauft? Ne, hatte ich noch nicht. Heute die 37 habe ich aber noch nicht. Genau, so war das. 26. Klappen wir das Ding mal auf. Perfekt, so. Und dann behandeln wir das mal hier. So, ja. Herr Deutz, bitte ordentlich. Danke, Herr Deutz. Ich muss sagen. So, von rein optisch her, ne, finde ich die Spritze eigentlich ganz cool. 2000 Liter ist für die Feldgröße hier auf jeden Fall mehr als ausreichend. Ja, vom Bild her sieht es echt gut aus. Die alte Optik. Geil. Und das auch das ganze Pferd. Das ist ein schönes Bild. Davon meinen wir das Thumbnail. Gefällt mir, muss ich sagen, gefällt mir. Wieder mal Bildprobleme, naja, dann
kriege ich schon mal noch hin, ne? Aber so rein von der Optik her fällt mir das schon mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut. Dann gleich wieder aus und springt der Tier noch nicht mehr wieder. So, und jetzt. Ja, ich weiß, haben wir ein bisschen Herbizide hier abgelassen, aber naja. Mein Gott. Ja, für einen schönen Sand nehmen mit dem schönen Deut, so diese echt hübschen Spritze. Ja, ist kultig. Auf jeden Fall. Okay. Ja, sagt er schon abgeschlossen? Ja, wunderbar. So, dann machen wir doch mal einen Abschluss. Da haben wir 506. 842. 1142. 1149. Und dann kommen 80. Oh Gott, abends um die Zeit Mathe zu machen, das ist eine schlechte Idee. 1042, 49. Oh Gott, 38, 39, 1239, 1239, jetzt habe ich schon keine Lust mehr, irgendwie sowas, nochmal ein 1000 Raum drauf, nochmal ein, naja, knapp 800, 700, naja, ungefähr 3000, haben wir jetzt nochmal dazu gekriegt. Für das alles, ja, sage ich, knapp 3000. Und das war jetzt wirklich schnell überschlagen. Können wir mal gucken, was steht hier. Oh, 3,2. Ja, perfekt. 3200. Und ein paar zerquetschte. Sehr schön, gefällt mir wunderbar. So, dann fahren wir die jetzt wieder zum Hof. Dann ist im Prinzip nur noch die Transportaufgabe, aber die muss ich eben mit dem Belarus machen. Denn der hat ja den Frontlader dran, ne? Und dann können wir ja mal schauen, was da so sicht. Was man da so tun kann und was sie erledigt haben wollen. So, und ich bin, wie gesagt, am Überlegen. Feld 37, 36 liegt ja nun mal direkt neben mir. Eins davon mir zu gönnen. Und dann auf meinen Hof dementsprechend zu erweitern. Ich weiß noch nicht. So, dann springen wir erstmal in den Belarus rein. Und gucken wir mal, wie viel bräuchten wir denn. Oh nein, da sollten wir schon mal die Platte mitnehmen. Und wo muss ich hin? Muss nach den Pferden und dann zur Farm. Okay, dann fahren wir erstmal zu den Pferden durch. Ja. Platz da. Komm ich, Platz da. Der Matz da. So. Dann würde ich sagen, du bist oben. Ja, bist du. So. Also, was ist denn das heute? Ach so, na gut. Sollte man vielleicht mal höher hin, so, jetzt stellen wir das Ding der Verrückte davor. Hauen das mal runter. So. Dann können wir jetzt die Bienen
Paletten da drauf schmeißen. So, ich versuch's mal wieder aus der Innensicht. Bitte nicht böse sein, wenn es nicht so klappt. Ich brauche da noch ganz viel Übung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. In dem Spiel mal so schwierig hier holen muss. Ja, ich meine, die wird voll bepackt, kriegst du sie in der Realität auch nicht, aber wenn die leer sind, tragen die sich super. Habe ich heute das ja gehabt? In der Realität. Ah, so, wunderbar, jetzt haben wir das aber. Dann würde ich sagen, haben wir das noch zur Farm dabei. Wenn wir da ein bisschen nochmal die Landschaft genießen, das Wetter genießen. So, einmal sichern. Jawohl. Ja, und können wir ein bisschen spartulieren. Also, der alte W50 hat uns ja bisher treue Dienste geleistet. Fängt jetzt aber irgendwie an zu schwächeln. Spartet nicht so, wie er soll. Und alles soweit. Deswegen ist jetzt meine Überlegung, auf ein anderes Gefährt umzusteigen oder zumindest ein anderes Gefährt zusätzlich zu holen. Ich finde den W50 klasse. Ich mag den. Sein 6,5 Liter reicht er mir aktuell völlig aus. Aber wie gesagt, der schwächelt ein bisschen. Die Frage, liegt es einfach nur, weil alt ist? Oder gibt er aufgrund der sehr hohen Laufleistung, die er schon in seinem Leben leisten musste, den Geist so langsam auf? Ich habe jetzt ein anderes interessantes Fahrzeug gefunden. Hat ein paar Liter weniger Fassungsvolumen. Ist natürlich auch nicht das allerneueste, ne? Aber muss ich persönlich sagen, eigentlich ganz cool. Richtig cool eigentlich. Aber wie gesagt, wir wollen noch nicht den Teufel an die Wand malen, weil ein anderer W50 wäre auch eine gute Überlegung. Aber bei dem weiß ich, dass er vom Grundpreis her zum Beispiel gerade erschwinglich wäre. Zumal, wenn wir den W50 in Zahlung geben. Ja gut, wir müssen jetzt nicht über den Kamm brechen. Ob wir den W50 jetzt im Frühjahr holen, im Sommer, im Herbst oder erst im... den W50 sage ich schon. Das andere Fahrzeug jetzt im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter oder erst im nächsten Jahr kaufen. Solange wie der W50 fährt, fährt er. Er wird natürlich gewartet, solange es notwendig ist und möglich ist, und vielleicht bleibt er uns so noch eine Weile erhalten. Dauerhaft werde ich mich nach was anderem Kleinen umschauen müssen. Und ich denke, für größere Mengen irgendwann einmal sogar nochmal auf ein größeres Fahrzeug zusätzlich umsteigen. Ich denke, für den W50 ist irgendwann Tag X gekommen, an dem er uns wieder verlässt. Und durch ein anderes Fahrzeug ersetzt wird. Wann genau? Das muss man dann gucken. So, jetzt mache ich mal Trick 17, nicht erschrecken. Funktioniert nämlich immer. Perfekt. So. Dann haben wir das. Dann haben wir jetzt hier eine schöne Summe auf dem Konto. Vielleicht kann man uns, wie gesagt, damit ein Fältchen gleich leisten.
Oder sowas. Ich höre die Hühner, aber ich sehe sie nicht. Das ist auch nicht schlecht. Okay, er zeigt auch einige Fehler an. Das ist aber kein Problem bei der Karte. Das sind jetzt keine riesigen Sachen. Das hat irgendwas mit dem Pferdendienst irgendwas zu tun. Da fehlt nur auf jeden Fall Bilder. Irgendwas mit dem Traktor, aber das hat nichts mit der Karte zu tun. Ja, irgendwie zeigt er gerade die Hühner nicht an. Ich weiß nicht warum. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Man hört sie nur, aber man sieht sie nicht. Und hier ist auch noch die Wasserplane höher. Sieht. Aha, das Wasser läuft hier rein. Na gut. Eine V3 ist eh schon mal in Vorbereitung. Habe ich noch mal ein paar Sachen mehr. Gut. Für heute möchte ich mich bei euch erstmal recht herzlich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich über Likes, Kommentare. Likes, Kommentare, Abos, so rum. Jetzt hatte ich den fairen Faden verloren, Entschuldigung. Wer mitspielen möchte, Möglichkeit gibt es auf diesem Server. Aktuell sind es 4 Plätze und meistens bin ich allein drauf. Also es darf gerne jeder mit dazukommen. Das Spiel ist nicht mit einem Passwort gesichert, damit man halt einfach mal auch raufgehen kann und spielen kann. Auch wenn ich auf diesen Spielstand diese Aufnahmen hier mache, kann man trotzdem spielen. Denn Notfall, wenn man irgendwas groß geändert hat, kann man es ja über Discord, Link ebenfalls in der Videobeschreibung, reinschreiben. Dann kann ich das anpassen und dann kriegt man das hin. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen bei euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, je nachdem, wann ihr das schaut. Und sage bis zum nächsten Mal im Oldtimer und Youngtimer Projekt. Ciao.